Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mal gedacht, da ich gerade noch die Moderation für ein anderes Video gedreht habe und das alles aufgebaut ist, nutze ich die Gunst der Stunde und melde mich mal zu dem Thema Coronavirus. Da ich in den letzten Tagen vermehrt die gleichen Fragen gestellt bekommen habe, habe ich sie mir mal notiert und werde euch hier drauf die Antworten in diesem Video geben, da es ja doch den einen oder anderen interessiert. Frage Nummer 1 war, gehöre ich zur Risikogruppe? Ja, ich gehöre aufgrund meiner hohen Querschnittlähmung zur Risikogruppe, da ich nicht richtig husten kann und somit eine Lungenentzündung, was das Coronavirus auslösen kann, für mich nicht ganz so ohne ist. Daraufhin kam dann auch die Frage, ob mein Hustenassistent mir dabei nicht helfen kann. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich ein Hilfsmittel vorgestellt habe, und zwar war es der sogenannte Cough Assist, also Hustenassistent, welcher mir bei einer Erkältung schon des Öfteren das Leben erheblich vereinfacht hat. Der Hustenassistent ist vielleicht hilfreich, um das Sekret, was in einer Lunge bei einer Lungenentzündung nun mal ist, loszuwerden. Es ist kein Allerheilmittel. Ich glaube auch nicht, dass es mir bei der Corona Geschichte viel helfen wird. Vielleicht kriege ich ein bisschen was an Schleim weg, aber wenn ich das einmal habe, und sich das zu sehr entzündet, dann hilft mir das nicht mehr, dann muss ich beatmet werden. Dementsprechend heißt das für mich Krankenhaus, Intensivstation. Ja, da kam dann auch die Frage, ob ich Angst habe. Also Angst um mich nicht direkt. Ich habe für mich erhöht das, ja, wie soll ich sagen, Respekt, ja, falsch formuliert. Also ich würde mal sagen, ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Krankheit, also vor dem Virus besser gesagt. Da ich jung bin und bis auf die Lunge durch die Querschnittlähmung eigentlich gesund bin, mache ich mir da um mich weniger Gedanken. Worüber ich mir Gedanken mache, ist um meine Familie. Meine Oma ist 79, die andere ist 80, gehören somit zur Risikogruppe. Meine Mutter hat Multiple Sklerose, gehört zur Risikogruppe. Mein Vater hat auch das eine oder andere an Gebrechen, gehört auch mit zur Risikogruppe. Und ja, so zieht sich das ein bisschen durch meine Familie und auch durch meinen Freundeskreis, weshalb ich mir da um die natürlich viele Gedanken mache und auch Angst habe, weil wir werden 60 bis 70% der Bevölkerung infiziert sehen im Laufe der ganzen Zeit. Wann es der Fall ist und so kann man natürlich nicht abschätzen, aber wenn das natürlich 60 bis 70% sind, kann ich davon ausgehen, dass das eine oder andere Persönchen in meinem Umfeld betroffen sein wird und dass sie das alle überleben. Die Garantie gibt einem keiner. Und das macht mir schon irgendwo ein bisschen Angst. Weil meine Familie möchte ich nicht unbedingt verlieren und meine Freunde erst recht nicht. Also dementsprechend, ja, kann man davon sprechen, dass ich dann doch irgendwo auch Angst habe. Ich wurde auch gefragt, wie läuft das mit meiner Assistenz, wenn da jemand positiv auf Corona getestet wurde? Die Gedanken habe ich mir gemacht. Ich kann es aktuell noch nicht sagen. Ich muss dazu sagen, ich bin Arbeitgeber meiner Assistenten. Also ich habe das Arbeitgebermodell, weshalb ich die Assistenten bei mir direkt angestellt habe. Dementsprechend werde ich mich auf jeden Fall an die gesetzlichen Angaben bzw. gesetzlichen Vorgaben richten. Weiter habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Irgendwie wird meine Versorgung wohl aufrechterhalten. Ansonsten muss ich in Kurzzeitpflege und so weiter und so fort. Ja, müssen wir mal schauen, wenn es dann soweit ist. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass es in naher Zukunft sein wird. Es kann natürlich sein, dass es irgendeiner von auswärts mit reinschleppt oder ich jemanden treffe, der mich infiziert und so. Ja, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt und auch erst dann kann ich sagen, wie ich damit umgehe. Aktuell versuche ich da gar nicht zu viele Gedanken dran zu verschwenden, weil es noch nicht so weit ist und man jetzt noch nicht abschätzen kann, wie sich alles weiterentwickelt. Ja. Da habe ich dann auch noch die Frage bekommen, ob ich arbeiten fahren muss oder ob ich Homeoffice machen kann. Ich muss dazu sagen, ich bin beim telefonischen Hamburg Service, dem Service Center der Hamburger Verwaltung und nicht nur für die Hamburger Verwaltung, sondern auch für Schleswig-Holstein. Ich bin
dementsprechend auf die Datenbank des Staates angewiesen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich von zu Hause gar nicht darauf zugreifen, weshalb das mit Homeoffice ausfällt. Ich weiß, dass aufgrund meiner Diagnostik ich mich garantiert krank schreiben lassen kann, damit ich nicht unbedingt arbeiten gehen muss. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass auch eine Krankschreibung nicht vor Ansteckung schützt. Dass auch, ja, wie soll ich sagen, dass schon gar nicht klar ist, wie lange ich mich überhaupt krank schreiben lassen soll, wie lange die ganze Krise geht. Dementsprechend ist das für mich keine Option. Ich bin im Krisenstab bei uns. Wir haben aktuell eine Krise. Als ich mich damals dafür gemeldet habe, bin ich nicht davon ausgegangen, dass es eine Krise ist, die mich betreffen würde, was es jetzt irgendwie tut, sondern ich bin davon ausgegangen, dass es vielleicht, ja, wollen wir mal nicht so schwarz malen, ein Terroranschlag gewesen ist oder irgendeine humanitäre Krise oder auch vielleicht ein Deichbruch oder so. Ja, dementsprechend ist natürlich jetzt gerade auch bei uns auf Arbeit ein Arsch voll los. Also zwischen den ganz normalen Anrufern, die wir eh immer haben, haben wir jetzt momentan auch teilweise so an die 3000 Telefonanrufer pro Tag, nur zum Thema Corona. Wir haben auch eine Menge Leute eingestellt. Wir sind 24 Stunden am Tag momentan erreichbar über die Corona-Hotline. Da möchte ich mich jetzt nicht rausziehen, weil sonst hätte ich mich auch gar nicht für den Krisenstab melden möchten, brauchen. Dementsprechend, ja, ist das für mich auch keine Option gewesen. Also ich werde jetzt so lange arbeiten, bis ich tot umfalle, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das wollen wir ja mal nicht hoffen. Also bis ich nicht mehr arbeiten gehen kann, weil ich krank bin oder nicht, lässt sich jetzt noch natürlich nicht sagen. Aber nicht nur ich gehöre zur Risikogruppe, sondern auch viele meiner Arbeitskollegen gehören zur Risikogruppe und kommen trotzdem weiterhin zur Arbeit. Irgendjemand muss ja die Verwaltung bzw. die Schnittstelle zwischen dem Bürger und der Verwaltung am Laufen halten, weil sonst wird in so einer Zeit jetzt natürlich noch mehr Panik ausbrechen und die Leute wüssten gar nicht mehr, was sie machen sollen. Dementsprechend ist es ein wichtiger Job, den ich mache, den meine Kollegen machen. Ich bin auch froh, dass ich ihn machen kann. Gebe ich ehrlich zu. Was zurückzugeben ist ganz gut. Da werde ich dann natürlich auch immer gerne mal gefragt, ob sich unser Arbeitgeber, also die Stadt Hamburg, auch gut um uns kümmert. Ja, die Stadt Hamburg kümmert sich auch gut um uns. Also zum einen, wir haben überhaupt keinen Publikumsverkehr. Wir haben nur Telefonanrufe. Da überträgt sich es auf jeden Fall nicht. Man kriegt vielleicht ein Computervirus, aber kein Corona. Ja. Da mache ich mir schon mal gar keine Gedanken. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, weshalb ich noch weniger soziale Kontakte habe. Ich habe sie jetzt privat ja auch eingeschränkt, so ist es ja jetzt nicht, weshalb ich da auch weniger soziale Kontakte habe. Auf jeden Fall ist das aber auch so, dass sollte es irgendwelche Bedenken geben und so weiter und so fort, ist unser Arbeitgeber sicherlich bereit für irgendwelche individuellen Lösungen, damit das klappt, bis auf Homeoffice. Das klappt ja leider nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Dürfen wir von zu Hause nicht auf die staatliche Datenbank zugreifen. Schade eigentlich, weil dann würde ich auf vielleicht sogar Vollzeit arbeiten oder 30 Stunden wieder, wie ich es am Anfang gemacht habe. Da ich aber immer hinfahren muss, sonst kriege ich das gesundheitlich nicht hin. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt hier auch nicht zu abschweifend werden. Ja, und letzte Frage ist, habe ich irgendwelche Tipps für euch? Ja, ich habe Tipps für euch. Bleibt zu Hause mit eurem Arsch, geht nicht so weit raus. Nur noch das Nötigste. Versaut es nicht anderen Leuten, dass es noch aktuell keine Ausgangssperre gibt. Ich hoffe mal, dass es nicht kommt. Da es aber überall mal in Deutschland ja, Corona-Partys gibt und sich einige nicht an das empfohlene Vorgehen halten, gibt es da auch schon Vorkehrungen, dass es eventuell zu einer Ausgangssperre kommen kann. Der eine oder andere Landkreis hat schon eine Ausgangssperre verhängt. Ich habe von meinem Arbeitgeber einen Freifahrtschein bekommen, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit ja, zu meiner Arbeitsstelle komme, da ich einen essentiell wichtigen Job mache.
macht mir das natürlich auch irgendwo ein paar Gedanken. Weil wenn es zu einer Ausgangssperre kommt, heißt es, man darf wirklich nur noch das draußen machen, was wirklich essentiell notwendig ist. Das heißt, wenn ich hier einmal zu mir durch den Park in den See oder an den See möchte, um ein bisschen Auslauf zu kriegen und wieder zurück, wäre das dann für mich zum Beispiel nicht mehr möglich. Einige Leute, die ihr Sport brauchen, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten, können dann auch nicht mehr raus. Ins Fitnessstudio können sie dann aber auch nicht mehr und so weiter und so fort. Also das hat mehr Konsequenzen als Vorteile, jetzt nochmal Partys zu schmeißen. Dementsprechend macht man sich natürlich da auch irgendwo Gedanken. Deswegen haltet euch bitte an die Empfehlungen der Verwaltungen, der Behörden, ja, der Regierung. Ich möchte jetzt hier auch kein Moralapostel machen, aber ich appelliere an euren gesunden Menschenverstand. Das war's von mir. Ich sage Cheerio und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Ciao.